Hanni und Nanni, Folge 65. Hanni und Nanni voll im Trend. Was für eine Aufregung! Elli hat das Große losgezogen. Sie und ihre engsten Klassenkameradinnen dürfen die berühmte Fashion Week besuchen und sogar auf dem Laufsteg auftreten. Doch fieser Ärger trübt die fröhliche Stimmung. Wer spinnt die bösen Intrigen im Backstage-Bereich der Show? Aber Hanni, Nanni und ihre Freundinnen lassen sich nicht unterkriegen. Ein neues, aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof. Gesagt, getan. Bereits eine halbe Stunde später hatten sich die Mädchen in der Turnhalle eingefunden und fieberten dem Beginn ihres Laufstegtrainings entgegen. Doch die wichtigste Person fehlte leider noch. Mademoiselle. Also sagt mal, Leute, wo bleibt sie denn nur? Sie hat doch klar und deutlich gesagt, zieht euch was Hübsches an und dann treffen wir uns in 30 Minuten in der Turnhalle, oder? Ja, so ist es, Tessie. Meint ihr, dass sie sich beim Umziehen vielleicht kurz aufs Bett gelegt hat und dann eingeschlafen ist? Unsinn, Elli. Aber vielleicht sollte besser mal jemand nach ihr sehen. Ja, finde ich auch. Hallo, Mädchen. Ich bin's. Könnt ihr mir bitte die Tür öffnen? Das ist Mademoiselle. Ja. Ein Moment, ich komme. Ja, Mademoiselle, endlich. Wir hatten schon Sorge, dass Sie vielleicht... Gleich, Ilda. Oh, kann mir bitte erst mal jemand diesen schweren Apparat abnehmen? Ja, los, Nanni. Das übernehmen wir. Ja, klar. So, Sie können loslassen, Mademoiselle. Oh, Mensch, ist das schwer. Zack, ich doch. Stell das Ungedüm hier auf den Tisch. Aha. So. Und diese schwere Stereoanlage haben Sie ganz allein vom Musikzimmer hierher geschleppt, Mademoiselle? Oui. Denn mit Musik geht alles besser. Und dieses Kleid, das Sie anhaben, Sie sehen ja super aus. Einfach umwerfen. Ja, ah, das ist doch nur etwas ganz Schlichtes. Von wegen schlicht. Das Kleid hat garantiert ein Vermögen gekostet. Das weißt du? Den Geschmack hat sie jedenfalls. Das muss man ihr lassen. Jedenfalls. So, meine Lieben, ab jetzt bitte vollste Konzentration. Ich werde euch gleich eine relativ simple Choreografie vorführen. Ganz langsam. Und bitte euch, genau zuzusehen. Im Anschluss sollt ihr sie nämlich einzeln, so gut es geht, nachmachen. Damit ich sehen kann, wo eure Stärken liegen. Mhm. Oder umgekehrt, woran wir unbedingt arbeiten müssen. Okay. Tja, das dürfte zumindest für mich ein Kinderspiel werden. Denn ich habe schon ziemlich oft vor dem Spiegel geübt, wie ein Topmodel läuft. Und ich kann das schon ziemlich gut. Dann bist du aber wirklich ein Naturtalent, Elli. Danke. Die meisten müssen sehr viel üben, bis sie den Bogen raushaben. Das glaube ich. Aber das zeigst du uns ja gleich. Mhm. Doch als Erste bin ich dran. Oh. Und jetzt Augen auf, alle Blicke nur auf mich. So, es geht los. Rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Jetzt Ende in die Hüften. Pose, Pose. Wahnsinn. Toll. Unglaublich. Mademoiselle. Und dann weiter. Rechts, links. Bis zu diesem Strich. Dann eine Drehung und zurück. Laufen. Rechts, links. Dann noch eine Umdrehung. Pose. Und dann abgehen. Super, ich liebe es. Es hat euch gefallen. Ja. So,
dann geht es weiter mit Elli. Und bitte Musik ab. Na dann. Rechts, links, rechts, links. Oh, rechts, links. Oh, der Tag! Du bist ja überhaupt nicht im Takt, Elli. Wie meinen Sie das, Mademoiselle? Aufrecht halten, mein Vögelchen. Ja. Brust raus und Schultern nach hinten. Ja. Rechts, links. Na, 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 so geht das nicht. Oh, sei doch nicht so verkrampft. Oh, Elli, jetzt hast du die Drehung vergessen. Oh, ich weiß gleich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Oh, ma chère. Da haben wir aber noch eine Menge Arbeit vor uns. Ja. Aber das schaffen wir schon. Da bin ich mir ganz sicher. Und wer möchte als Nächste? Ich. Oh weh, das hatte die arme Elli sich anders vorgestellt. Und auch die Performance der anderen Mädchen waren noch sehr weit entfernt von dem, was man als eleganten Catwalk bezeichnen konnte.